Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden jetzt auf Apaches neuen Song reagieren. Der letzte Song von Apache, darauf habe ich reagiert gehabt. Leider wurde das Video gesperrt, aber der Song hat mir dennoch sehr gefallen. Ich bin gespannt, wie der heutige Song wird. Abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die zukünftigen Videos nicht verpasst. Und wie immer Leute, bis zum Ende warten, denn am Ende gibt es nochmal einen witzigen Endclip. Bläulich, produced by... Okay, ich spreche die Namen gar nicht aus, aber Young Mesh macht die 808s. Das kenne ich tatsächlich. Okay, hören wir rein. Okay, betrachten wir uns jetzt hier mal einmal die Kulisse. Eine Frau, die kocht und Apache, der in einer Windel sitzt mit Kerzen. Sehr romantisch. Ja, okay. Jetzt, ich kenne das Producer Tag, aber ich kann den Namen trotzdem nicht aussprechen. Die sind Teppich, ne? Wenn deutsche Rapper sagen, sie kommen von der Straße, meinen sie wahrscheinlich diesen Teppich da, ne? Ja, Mann, das war echt ein schlechter Front, ich weiß. Wir hören weiter. Alter, das Musikvideo ist echt ein bisschen creepy. Sorry, dass ich stoppe. Wir sind schon bei Sekunde 20 und ich stoppe die ganze Zeit. Das Musikvideo ist echt ein bisschen seltsam, ne? Young Mesh macht die 808s. Wir rollen nach der Himmel, schimmert deutlich. Aber sie bleibt. Ist er da wirklich in der Windel? Und sie hat ein Apache-Outfit an. Weißer Rollkragenpullover, eine weit geöffnete Jeans und so Art Doc Martens oder halt so Boots. Okay. Vielleicht aber heute nicht. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht käuflich. Tritt dezent das Gaspedal. Ey Leute, der Beat erinnert mich feier an irgendwas. An irgendeinen Song. An irgendeinen Song erinnert mich das Ding. Vielleicht fällt mir das ein, aber ist auf jeden Fall jetzt nichts komplett Neues. Und sie freut sich. Klatsch 21 Zoll an meinen Besten. Nice. Apaches Auto als Miniaturform. Schön. Fahren durch die Stadt offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Gangster. Der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Polizeikontrolle, Officer, du täuschst dich. Hey Leute, falls ihr den Beat erkennt, könnt ihr das mal bitte in die Kommentare schreiben, weil das würde mich gerade voll interessieren. Also Tubo zum Beispiel würde das safe erkennen. Boah, das ist doch von einem neuen Song. Auf jeden Fall nicht, ist nicht allzu alt. Boah, es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß nicht genau was. Wagen ist abweg, so laut, du träumst nicht. AMG Emblem ist die... Ah, nice Grills. Diese Grills sind mehr wert als alles, was ich hier an Schuhen wert habe oder so. Das deutlich. Schau in die Papiere, überzeugt dich. Rap Battles auf praktisch an Apache zerstört. Je nach Beat wechselt Farbe des Interieurs. Bitches schauen uns zu, sie haben davon gehört. Ist denn das für ein Video? Das hat gar keinen Sinn. Also das, der Eindruck vom, das so, der Vibe vom Song ist schon nice und so, aber vom Song ja, aber wenn man das Musikvideo dazu anschaut, verstehe ich immer noch nicht so den Sinn dahinter. Also ich kann das gerade alles nicht so nachvollziehen. Bin voll besoffen, Brudi, ich bin voll auf Turn. 30 Grad an meinem Arm, während ich Jägi Cola trink. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen mein Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Okay, Facts. Also, 30.000 an seinem Handgelenk, also seine Uhr, seine Rolli ist wahrscheinlich dann 30.000 wert. Und er hat selbst den Kodex anscheinend, dass er halt nicht so sich auf dieses reiche Niveau begibt. Aber er muss trotzdem irgendwie in dieser Schicht sein. Aber anders kommt er halt auch nicht an diese Schicht ran. Krass. Schön. Also ist er sich dennoch nicht selbst treu geblieben, möchte er damit sagen. Hat er sich dennoch von der Flut mitreißen lassen. Wir rollen nach der Himmel, schimmert deutlich. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Apache bleibt gleich, aber heute nicht.
Apache bleibt gleich. Okay. Ja, es ist, also der Beat ist safe, irgendwie gesampelt. Also das, der ist mir viel zu bekannt, also der kommt mir viel zu bekannt vor. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht glücklich. Was ist denn los mit diesem Musikvideo? Was haben die denn alle Schnuller im Mund? Hä? Tritt dezent das Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21 Zoll an meinen Besten. Fahren durch die Stadt, offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Gänsen. Haramstufe rot, Leute. Es tut mir leid. Haramstufe dunkel, 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 dunkelrot. Ach so, safe hat er das. Okay, das war jetzt vielleicht nicht wegen Apache, das mit diesem Teppich-Joke, sondern es ist vielleicht. Okay. Ja, jetzt, also mein Satz war dann anscheinend das, was Apache genau wollte. Der hat halt also jetzt hier zwei Rapper abgebildet, die auf der Straße spielen, also auf der Straße sind, tragen Gucci und so. Okay, also ein kleiner Diss an manche Deutschrapper. Sie sagt, lieb mich auch, Baby, ich glaube fest dran. Hör doch auf damit, ich weiß, du machst es extra. Dein Ex verspricht dir Sachen, ich weiß, dass der Typ nö. Zu sexy Karre, wie soll aus dem Weg gehen, Typ. Der Song ist heftig, der Song ist wirklich heftig, also wirklich sehr, sehr nice. Was ich vom Musikvideo nicht behaupten kann, aber der Song ist mega, mega nice. Also die Vibes sind echt da. Lass ins Hotelzimmer, das sind Pflanzen, die grün blühen. Lass dein Wecker aus, denn wir werden geweckt von Frühstück. Überteuerte Suite, was für eine Frechheit. Okay, nice. Ich liebe es ja, wenn es immer in das Stimme einen kleinen Switch gibt. Das gibt dem Song nochmal so eine schöne Frische und das ist hier der Fall. Sehr, sehr nice. Bring mich gar nicht mit in der Zeit. Wir rollen nach der Himmel, schimmert deutlich. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Apache ist Nutella, wie ich Nutella immer gerne esse. Einfach Nutella löffeln. Viele sagen so, ey, wie kann man Nutella löffeln und so fressen, aber. Die Frage ist, wie kann man das nicht machen, ne? Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht glücklich. Tritt dezent das Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21. Bro, also ich check das Musikvideo wirklich gar nicht. Also was schmiert er sich denn die Scheiße ins Gesicht? Apache, was soll denn das? Also deine Stimme, der Song ist bombastisch, der Song ist mega. Aber ich verstehe das Musikvideo irgendwie nicht so. Ne? Aber liegt vielleicht auch an mir. Vielleicht bin ich auch einfach gerade nur nicht in dem Mood, dass ich das Musikvideo verstehe. Vielleicht kann es einer von euch bitte erklären in den Kommentaren. Soll er meinen Besten fahren durch die Stadt, offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Gangster. Der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Also ich denke mal, Apache verkörpert hier halt einen kleinen. Also ihn als Jungen und das ist halt alles gerade, was um ihn herum passiert, so halt Frauen, die halt weniger anhaben, dann Gangster-Rapper, Polizei und keine Ahnung was und er fühlt sich immer noch vielleicht klein und ist für diese Welt nicht bereit und das ist vielleicht seine Mama. Ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht meint er das so. Boah, das Auto ist echt schön. Ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm vom Herzen. Das war von Apache Bläulich ein Song, der mir musikalisch sehr gefallen hat. Vom Bildmaterial her mich aber nicht ganz angesprochen hat. Sagen wir es mal so. Hat dir das Video bzw. meine Reaction gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir nochmal anschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao. Ah, stimmt, Apache ist neu. Apache oder Apache? Rudi, ich muss los.